Hallo, ihr Genießer. Heute zeige ich euch, wie man mit der SVU richtig spielt. Hier sehen wir ein paar Autoreifen. Oh, diese Auto. Oh, das Spiel ist vorbei. So eine Scheiße aber auch. Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen wieder zurück zu einem weiteren kleinen Gameplay-Commentary hier auf diesem Kanal. Ich bin Lapix und heute zeige ich euch mal, wie man richtig mit der SVU spielt, Amina Coin. Nein, natürlich nicht. Ist völlig egal. Ich spiele auf jeden Fall heute mit der SVU, falls es euch nicht stört. Ich hoffe, dass meine Kamera nicht ausgeht. Wenn sie ausgeht, nehme ich mir die anderen zwei Batterien. Und zwar geht meine Kamera einfach extremst schnell leer. Ich kann meistens nur ein oder zwei Aufnahmen machen, dann ist sie schon vorbei. Na, auf jeden Fall will ich heute über ein kleines Thema reden, was mir heute passiert ist. Es ist richtig, richtig krass. Ich meine, habt ihr schon mal einen fucking 10-Klässler und einen fucking 5-Klässler miteinander fighten sehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich hab's heute gesehen. Ihr wisst ja vielleicht, wenn man 8. Stunde hat, ist meistens die 7. bei uns eine Freistunde. Das bedeutet, 7. Freistunde, das bedeutet, alle Schüler sind versammelt in irgendeinem Raum. Auf jeden Fall, als ich von Edeka quasi rüberkam, wo ich immer in der Pause hingehe, habe ich dort zwei Mädchen auf der Bank sitzen sehen und zwei Jungs. Die zwei Mädchen waren ungefähr aus der 10. oder 11. Klasse. Warte, 10. oder 9. Klasse oder irgendwie so. Und die zwei Jungs waren ungefähr aus der 5. Klasse. Das Komische nur war, dass sie sich ein bisschen gefetzt haben. Ich rekonstruiere jetzt einfach mal ungefähr, wie es passiert ist, ja? Eines wunderschönen Abends. Der kleine Mustafa Ahmed Achrimer Halle kam von seiner 5. Stunde in die Freistunde. Dort saß die liebe Lieselotte auf einer Bank. Lieselotte sagte zu ihm, Spast. Und so fing ungefähr alles an. Naja, also Lieselotte, also dieses komische Mädchen, hat diesen armen Jungen einfach so beleidigt. Das Problem war nur, dass dieser kleine Junge, also ich sag ich mal, ein Türke war und er sich irgendwie an seiner Ehre oder sowas verletzt hat oder was weiß ich. Kein Witz, so hat er es wirklich gesagt. Auf jeden Fall soll es dann irgendwie so gewesen sein, dass er dann zurückbeleidigt hatte und er meinte dann zu ihr, du Huch, du F, du P. Also so richtig krasse Beleidigung anscheinend irgendwie. Das ging dann so weit, dass dieses Mädchen ihn irgendwann einfach so einen in die Fresse gehauen hat. Mit der Hand so. So eine Schelle gegeben. So eine zu alte Schelle so. Bam! Ich meine, das kann man verstehen, wenn man sie beleidigt, ja? Das kann man wirklich verstehen. Das Problem war dann nur, dass dieser kleine Junge wirklich zurückgeschlagen hat. Und er hat nicht so einfach nur eine Schelle oder sowas gegeben. Er hat sie versucht, richtig hart und richtig oft zu boxen. Oh Gott. Er hat es versucht, aber irgendwie nicht geschafft, weil er klein war und schwach anscheinend. Er hat es irgendwie einfach nicht geschafft. Er hat sie kein einziges Mal getroffen. Auf jeden Fall haben ich und meine Kumpels uns dann sozusagen dazugesetzt und haben mal so ein bisschen geguckt, was gerade passiert. Dieser kleine Junge hat die ganze Zeit so gesagt, Du Karba, du, was weiß ich, und dann irgendwelche türkischen Beleidigungen, dann noch deutsche Beleidigungen und was weiß ich. Wir haben dann versucht, diesen Streit ein bisschen zu schlichten, indem wir einfach gesagt haben, Digga, was ist mit dir los? Warum verpisst du dich nicht einfach, wenn dieses kleine Mädchen dich anpisst? Der Klügere gibt nach und so weiter und so fort. Und er meinte immer nur so, das hat meine Ehre verletzt, ich kann meine Ehre nicht aufgeben. Und irgendwie so ein Scheiß die ganze Zeit. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann so gefragt, was es ihm denn jetzt genau bringt, wenn er nicht nachgibt, ja? Und er meinte nur so, das braucht dich gar nicht zu interessieren, was es mir bringt. Ich weiß, was es mir bringt und ich sag's dir nicht. Und ich so, ja, aber was bringt es dir denn? Man, geh doch einfach mit deinem Kumpel weg, keine Ahnung, spielt Karten oder was auch immer, aber hört doch auf, diese Mädchen zu boxen, auch wenn die euch beleidigt haben oder sowas. Oder geht zum Lehrer, wenn nötig. Aber dieser kleine Junge wollte echt nicht nachlassen. Er wollte echt nicht nachlassen, er hat es einfach nicht gemacht. Auf jeden Fall ging das dann ein bisschen so weiter und die haben sich immer noch weiter gefetzt, während wir auch da waren. Ich habe versucht und ich und meine Kumpels haben quasi versucht, das alles ein bisschen zu schlichten, aber mussten dann letzten Endes auch immer wieder lachen, weil es einfach zu lustig war, ja. Auf jeden Fall ging das dann irgendwann noch weiter, dass sie dann so gesagt hat, man verpiss dich doch, ey, zu kleiner Sack oder sowas, meinte sie dann so. Also das Mädchen, ne? Und dann ist er nochmal ausgerastet und hat sie nochmal versucht zu boxen. So, irgendwann hat dann mein Kumpel aus Spaß gesagt, ja, wenn ihr dann so einen Stress habt, dann ruft doch beide eure großen Brüder an und lasst die das klären. Aus Spaß. Spaß. Aus Spaß. Aus Spaß. Okay, aus Spaß. Und der kleine Junge so, Digga, das ist eine richtig geile Idee, das ist eine... Bam, Junge, ich warte, ich muss sie kurz festen. Bam. Und der kleine Junge, Digga, das ist eine richtig geile Idee. Dann hat er wirklich seinen Bruder angerufen und der Bruder hat wirklich gesagt anscheinend, oder er hat es auf jeden Fall gesagt, der kleine Junge. Der Bruder hat auf jeden Fall gesagt, okay, ich komme vorbei, kein Problem, mache ich gerne. Und da wurde es für mich ein bisschen strange. Weil ich meine, okay, gut, das war so, jetzt sag ich mal, so ein Türke, so dieser kleine Türkenjunge. Und der hat halt seinen Bruder angerufen und hat gesagt, ja, komm, ich schuld den, Alter. Aber ich habe ihm noch gesagt, dass der Türke so einen kleinen Freund dabei hatte, ja, so einen kleinen Freund, der so, eigentlich nie was gesagt hatte und so. Und plötzlich ging dieser kleine Racker sowas von ab. Der kam dann plötzlich so an, so, ey, Digga, mein Bruder, ich schwör, der fickt diese ollen Fotzen, Alter, der macht richtig kaputt. Der macht richtig kaputt. Und ich nur so, wow, chill. Ja, auf jeden Fall war es dann so, da sind sie irgendwann weggegangen und ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Also vermute ich, dass sie das nicht gemacht haben und dann einfach aufgehört haben. War mir dann auch egal, ich fand es einfach nur lustig und ich wollte es mit euch teilen. Habt ihr auch schon mal sowas erlebt, dass sich irgendwelche Leute auf eurem Schulgelände so geprügelt haben und richtig unnötig gestritten haben? Ich würde es gerne mal wissen, ich lese mir gerne eure Storys durch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht euch bereit für das Internet High Five.